Jedes Jahr im Mai, wenn im Tal bereits alles grünt, nur mehr der Schnee hoch oben in den Bergen liegt und die großen Lawinen abgegangen sind, dann finden wir uns beim Titelgut am Ende des Stodertaler Skidu ein. Zeit wird's. Es ist schon 6 Uhr vorbei und vor uns liegt ein Marsch von guten 3,5 Stunden mit einem Höhenunterschied von 1400 Metern. Unser Weg führt uns durch das bewaldete Tal zwischen Hebenkaas und Ostrawitz hinauf zur 960 Meter hochgelegenen Tiralm. Wir sind nicht die Einzigen, die schon so zeitig am Morgen unterwegs sind. Da ist sie, die Titelhölle. Fast unscheinbar schmiegt sie sich an die Felsen des Hochkasten, bis hinauf in über 2000 Meter Höhe. Dieses Jahr reicht der Schnee besonders weit herab, fast noch bis zur Titelalm. Auf geht's zum Treppensteigen. Über riesige Lawinenkegel steigen wir steil durch den engen Einstieg der Schneerinne. Auf der anderen Seite des Stodertales erhebt sich das Skigebiet der Bernalm und dahinter der Schrocken und Hochmölbing. Der erste Teil der Rinne hat's in sich und die Steigeisen bewähren sich hier prächtig. Der Gipfel der Spitzmauer als rechter Begleiter hat heute eine Haube auf. Ja, plagen muss man sich. Dieses Steigen und Steigen geht schon in die Füße. Bei einem kleinen, markanten Felsen im oberen Drittel, mitten im Schneefeld, machen wir kurz Rast. Mit frischen Kräften geht's flott weiter. Mit jedem Schritt
kommen wir dem Ziele näher. Der Schlusshang zehrt noch einmal an unseren Kräften. Doch jetzt sind's nur noch ein paar Meter. Dreieinhalb Stunden haben wir bis hier herauf zum Hochplateau der Weidgrube gebraucht. Jetzt heißt es trockenlegen, auspacken und dann eine zünftige Jause. Prost auf eine gute Abfahrt. Doch jetzt beginnt der gemütliche Teil, die Abfahrt im Firn. Vergessen ist die Plagerei des Aufstieges und vor lauter Freude und Lust über diesen Genuss möchte man am liebsten jodeln. Und einer schlägt sogar einen Purzelbaum. Ein Gusterstückerl für jeden Turnfahrer ist noch der steile Einstieghang. Nur nicht ausrutschen. Geschwind wäre man unten, aber sicher nicht gut. Nass sind wir geworden am Rückweg, aber bärig war es trotzdem. Vom Titelgut aus schauen wir noch einmal hinauf zur Titelhölle. Und sicher war es nicht das letzte Mal, denn...